Hallo und willkommen zurück zu Fallout 4. Ja, wir fliegen dieses Mal runter in den Krater. Ich hoffe mal, dass die Power Armor hält. Der zuckt noch. Denn da habe ich ja im Moment nicht die strahlungsresistente Rüstung. Dance hat das gefallen. Schauen wir mal. Zurück kommen wir auch noch. Sieht so ein bisschen aus, wenn da hinten so ein Hütchen drauf ist, so ein kleines Schirmchen. Wenn man ranzoomt, dann sieht man, dass das ein kleiner Raum an der Spitze des Leuchtturms ist. Da ist unser Hubi. Und dann fliegen wir einmal komplett über die Karte. Okay, eine Sache probiere ich jetzt mal aus. Was passiert, wenn man da reinspringt? Nichts, da springt man durch. Okay. Fliegen mit dir, was? Dance hat das gefallen. So, wir fliegen dahin, laufen dann mal nach unten. Da war noch was, was ich mir angucken wollte. Und dann gehen wir nach Westen in den Krater. Die Waffe ist einsatzbereit und freut sich aufs Gefecht, Sir. Wir werden beschossen. Keine Ahnung von wem. Da war eine Kiste drin. Da läuft was, aber man sieht mir nach keinem Gegner aus. Ja, Nebel ist immer so ein bisschen. Bisschen schade. Hätten sie ein bisschen weniger häufig machen können. Da gibt es auch im Forum Beschwerden zu. Warum muss es immer so neblig sein? Das erste Helikoptergefecht. Wir haben nichts getroffen. Ja, es ist schon ein kleiner Flug.
Uhr haben wir? Abend, früher Abend. Ist nüscht. Da hinten an den Supermutanten kommen wir wahrscheinlich auch nicht nah genug ran. Jetzt wird's klar. Ja, dafür tauchen wir gleich in den Sandsturm ein. Oh, 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 da ist. Fliegen wir nicht rein dieses Mal. Es fängt an zu knistern. Landeanflug wird eingeleitet. Na, ich glaube, das sollten wir auch direkt mal nehmen. Red X und Red Away. Wasser, Wasser. Und. Ich werde es euch nicht gleich machen. Okay. Da hatte ich von oben was gesehen. Das jetzt hier wieder zu finden wird ein bisschen kritisch. Das sah von oben wie so ein Gitter aus, also nicht das, sondern so ein wie so ein Haus zum Gitterdach. Ja, da bin ich ja, aber ich glaube, das ist das. Ja, genau. Okay, das sah nach von oben nach irgendwas Besonderem aus. Ist es aber nicht. Okay, dann können wir in den Krater laufen. Okay. Die müssen das Ding ja quasi nach dem Einschlag hier gebaut haben. Krater des Atoms, schreibe ich immer auf. Krater des Atoms. Bruder Foster, sind keine Gegner. Möge dich Atoms leuchten auf deinem Weg leiten. Entschuldigung. Die große Spaltung steht bevor. Atoms Ruhm muss überall hin verbreitet werden. Möge die Spaltung dir Frieden bringen. Mhm.
Gibt's hier vielleicht einen Comic? Wir kriegen zu viel Strahlung ab. Wir müssen die Welt raus. Wird Atoms Ruhm erneut erkennen. Ja, normalerweise wird man hier wahrscheinlich die fragen können, wo die Höhle ist, aber die habe ich ja so gefunden. Atom wird uns alle zu ruhmreicher Spaltung führen. Hallo. Die Welt wird Atoms Größe erkennen. Am Ende werden wir alle Kinder des Atoms sein. Entschuldigung? Die Welt wird Atoms Ruhm erneut erkennen. Bleib stehen, Fremder. Du näherst dich Atoms geheiligten Boden. Hi. Aus welchem Grund? Atom wird uns alle Rede, oder du wirst führen. In seinem Antlitz gespalten. Wer hat das gesagt? Du? Geheiligter Boden? Geheiligter Boden? Atom? Was ist denn hier los? Atom hat seine Hand ausgestreckt und diese Welt berührt und uns damit sein Leuchten gebracht. Es ist bis heute geblieben. Eine Erinnerung an sein Versprechen. Unendliche Welten durch Spaltung. Vorräte kann ich hier nicht zufällig irgendwo bekommen, oder? Geh doch mal zu Bruder Octon. Er müsste einige Vorräte haben, zum Verkauf. Wo bin ich hier? Hier sprechen wir zu Atom selbst. Ich bin überrascht, dass du lange genug überlebt hast, um ihn zu erreichen. Ich will euch nicht schaden, ehrlich. Nur wenige nehmen die Strapazen auf sich, so weit zu reisen. Nun gut, du darfst vorerst bleiben. Aber wir behalten dich im Auge und Gewalt werden wir nicht tolerieren. Okay. Hast du einen Moment Zeit für mich? Was kann ich für dich tun, Kind? Wie habt ihr trotz der Strahlung hier überlebt? Das ist Atoms einzigartiges Geschenk an uns. Die wahren Gläubigen. Er hat uns zu diesem Ort geführt. Einem Ort, der uns nicht schaden kann, damit wir ihn hier huldigen. Damit wir sein Wort hinaus in die Welt tragen. Das ist unsere Berufung. Atoms Worte in eine Welt zu tragen, die diese Worte nicht hören will. Wir müssen allen Atoms Macht vor Augen führen. Ich muss mit dir reden. Was kann ich für dich tun, Kind? Lass es mich wissen, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Das ist ein großzügiges Angebot. Aber Atom hat uns alles gegeben, was wir brauchen. Ich muss mit dir reden. Was kann ich für dich tun, Kind? Erzähl mir bitte mehr über Atom. Atom gebar diese Welt und alle anderen Welten. Und in dieser Welt gab er uns das Geschenk der ewigen Wiedergeburt. Wir alle sind zahllose Universen und warten nur darauf, sie durch die Spaltung Wirklichkeit werden zu lassen. Wir tragen Atoms Worte und seine Gaben zu den Leuten im Commonwealth. Sie werden die Wahrheit in Atoms Leuchten erkennen. Ja. Solche Orte lassen mich an der Zukunft der Menschheit zweifeln. Das ist der Comic. Verdammt nochmal, ja. Du versorgst 5% Schaden gegen Ghule. Die Seele plus halten kann nur gereinigt werden in Atoms Feuer. So, und dann müssen wir noch den Händler finden. Wenn du etwas brauchst, dann findest du es hier. Natürlich nicht umsonst. Angebot? Was hast du denn im Angebot? Was immer Atom uns schenkt. Es mag nicht viel sein, aber manches davon ist vielleicht von Interesse für dich. Dann lass mal sehen, was du so hast. Also gut. Ja, die nehmen wir mit. Düngemittel. Nehme ich auch mal mit. Original verschweißter Wunderkleber. Ja, vor allem den Schrott hat der, aber weder besondere Waffen noch eine besondere Rüstung. Schade.
Ja, zum Verkaufen habe ich auch nichts. Aber die Zeta-Pistole ist halt sinnlos, weil wir sowieso schon die hier haben. Dann die weg. Okay. Na gut, ja, allein für den Comic hat es sich halt gelohnt, hier hinzukommen. Atom wird uns alle zu ruhmreicher Spaltung führen. Aber sonst war ja jetzt hier nicht so viel. Dann können wir wohl wieder unseren Hubi rufen. Moment, wir könnten auch gerade mal außen wieder einsteigen. Da wird mir jetzt auch mal konkret angezeigt, wie viel... Na, ist sehr wenig Strahlung eigentlich. Hm. Fühlt sich an, als könnte man es mit der ganzen Welt aufnehmen, was? Hat ein bisschen gedauert. Ja, dann fehlen jetzt noch quasi die beiden... DLC-Gebiete. Diese Quest hier, die ich aber nicht mit dem machen will. Und wir könnten natürlich zum Railroad Haku das erstmal abgeben noch. Ich mag eigentlich den hier nicht mehr mitnehmen. Hey. In Ordnung. Dance? Gibt es irgendwas Bestimmtes? Aber... Was denkst du so über unser Verhältnis zueinander? Mit niemandem sonst würde ich Supermutanten den Schädel einschlagen wollen. Das ist erstmal alles. Bestätige. Ja, weiß nicht, wie lange das da noch dauert. So, dann holen wir mal wieder den Hubschrauber. Brilliant, Vertibird. Wir könnten halt auch erstmal die Gelegenheit nutzen und das da abgeben. Andererseits, na, da muss ich halt sowieso eigentlich rein. Machen wir das erstmal zum CIT. Also fliege ich jetzt erstmal zu Hangman. Kann ich ihn auch den Dünger loswerden? Dance hatte das gefallen. So, dann... Hangman. Alle Instrumente im grünen Bereich. Sind bereit zum Abflug. Da kann Deine ich dann... Waffe ist geladen und bereit. Auch neue... Rauchgranaten holen. Das war nur Grafikgeflacker.
Da weiß man halt nicht, wer davon der Gute und Böse ist. Aber gleich sind wir auch schon wieder da. Schrabbel, schrabbel, schrabbel. Oh. Durchsucht den Bereich. Sieht wie ein guter Landeplatz aus. Wir sind gleich am Boden. Da kommen meine ganzen Leute, um zu ballern. Gut, dann töten wir sie halt. Legendärer Bruderschaftskämpfer. Irgendwas Nützliches? Na gut. Vor Mutanten zu kämpfen ist kein Zuckerschlecken. Aber schon ein wenig aufregend, nicht wahr? Den würde ich gerne mal mitnehmen. Aber erstmal müssen wir den Dance fertig bekommen. Ich habe so viele Daten über die was wir besprochen haben. Gut, nehmen wir mal ein paar neue. Oh, Moment, packen wir erstmal hier das rein. Schrott, Dünger, Dünger. Fertig. Und dann brauchen wir, glaube ich, Stahl. Blechdosen. Das sieht nach Schrott aus. Oder? Ah doch, hat losgelegt. Wenn du gut spielst, könnten wir eine Menge Geld verdienen. Hey, Vorsicht, was willst du? Hier ist übles Gelände. Mal sehen, was du gefunden hast. Okay, dem hatten wir nichts gegeben. Gut, dann Schrott haben wir da nicht. Wir haben echt für die Ewigkeit gebaut, oder? Das war früher eine echte. Dann könnten wir. Ah, wir könnten mal gucken, ob wir die Pistole weiter ausbauen können. Nur wenige wird mit einem Ziel reisen. Selbst wenn er mein Gardes meinte. Wir müssen Forscher und Steppen des Wiesens aufspüren. Ich bin sicher, die meisten Leute brauchen einfach nur Hilfe. Wir müssen sie ihnen nur anbieten. Aha. Okay, der macht halt. Ab vor den Architekten Bosnis. Wir hätten wohl nicht gedacht, dass so viele ihrer Bauwerke die Apokalypse überdauern. Mit dieser Waffe wird es bestimmt. Preston hat es gefallen. Der perfekte Ort, um jemanden zu überfallen. Da kommt dann noch Energieschaden dazu. Besser, als mit den Gunnern zu arbeiten. Bin froh, dass das vorbei ist. Da geht die Feuerrate hoch. Bleibt aber scheiße. Ständig umbringen will. Immerhin ist es im Commonwealth nie langweilig. Bei solchen Nachbarn würdest du auch hohe Mauern bauen.
der Bruderschaft im Rücken werden wir niemals scheitern. Gib einfach Bescheid, wenn du ein kleines Kämmhäuschen. Irgendwie habe ich das ja wohl übersehen. Dass ich da jetzt zufällig mal hingeklickt habe. Klare Nacht. Das heißt, dass Dinge mit schärferen Augen als wir auf der Jagd sind. Wenn ich einen Hinterhalt planen wollte. Ob eine Städte so Hut ab vor den Architekten Bostons. Sie hätten wohl nicht gedacht, dass so viele ihrer Bauwerke die Apokalypse überdauern. Gehen wir hier nochmal drüber. Kein Gewebe. Das hier muss dieses Downtown sein. Wie aufregend. Aha. Okay. Bei solchen Nachbarn würdest du auch hohe Mauern bauen. Ich reise nicht gern bei Nacht. Wir könnten direkt in einen Hinterhalt laufen, ohne es zu bemerken. Wir müssen darauf achten, dass wir die Fußgängerüberwege benutzen. Wenn ich einen Hinterhalt planen wollte. Nanophase. Ich würde 100 Meilen weit gehen, wenn ich wüsste, dass am Ende ein Haufen Kronkorken auf mich wartet. Kann ich was für dich tun? Du musst es nur sagen. Ich habe es. Ich hoffe, dass ich dich bei unserem letzten Gespräch mit meiner Lebensgeschichte nicht zu Tode gelangweilt habe. Das war das mit Sprengstoff. Ja. Okay. Gut, dann werden wir hier erstmal. Was wir besprochen haben. Du behandelst die Information doch. Natürlich, wenn es lustig ist. Ich würde dein Vertrauen. Glaub nicht, ich meinte, dass dieses Leben. Danke, Hancock. Wir kommen schon. Danke. Ja. Okay, dann schlafen. Und dann werden wir mal zum CIT. Müssen wir wirklich aufstehen? Nichts ist befriedigender als eine rauchende Waffe und eine Tasche voll Kronkorken. Ja, die Silberschrott-Rüstung, die können wir wegpacken. Das packe ich auch mal da rein. Und da können wir noch ein bisschen Fleisch loswerden, glaube ich. Und Ammo können wir gleich auch noch wegpacken. Maulwurfsrattenfleisch, Pilz, Melone. Ja. Okay. Dann essen wir gerade noch was. Mal da reingreifen. Und dann gehen wir mal zum CIT. Die Entscheidungsquest, die kommt da immer noch nicht. Ich meine, die Quest, die machen wir jetzt im Endeffekt fraktionsunabhängig.
Überwache die Funkfrequenz des Runners. Mhm. Ne. Also weiter in die Richtung. Ja. Okay, da muss wieder jemand sterben. Böp. Töte den Runner in Green Tech Genetics. Da bin ich mir nicht sicher, ob ich da schon drin war. Mal nachgucken. Green. Naja, habe ich mir zumindest nicht aufgeschrieben. Da liegt eine Leiche rum. Ja, das mache ich jetzt mal aus. Das ist nur noch nervig. Dann kann ich mir das aber auch gerade mal aufschreiben. Green Tech Genetics. So hoch gehen wir später. Und auch jetzt. Unten nichts mehr gibt. Der Runner ist im ersten Stock. Sofort töten. Schicke Verstärkung in die Lobby, falls sich da noch mehr herumtreiben. Wobei eigentlich reicht das hier. Welche? Ich bin an den Kran.
an! Da drüben! Zugriff! Stelle das Feuer ein! Aber da ist irgendwo ein Geschütz? Hm. Keine Sicht auf das Ziel. Lang lebe die Bruderschaft! Waffe entsichert! Ah, okay. Ich glaube, den können wir auch einmal wieder belustigen. Das nenne ich allzeit bereit. Nur noch Einzelteile hier. Los, wie viele sind da? Rotflinte. Verdammt, sie sind weg. Ziel eliminiert. Aha. Wird das da hinten noch irgendwo hin? Ne, nur runter. Schimmeliges Essen. Naja, das brauche ich eigentlich auch nicht mitnehmen. Gesammelte Materialien. Sammle Material und bereite es für den Transport zum Haku vor. Status: Aktuell wird die letzte Ladung sortiert, die in die Eingangshalle hinuntergeworfen wurde. Anmerkungen: Immer noch sehr viel Material zum Sammeln vorhanden. Sollte das Haku wegen der zu beschaffenden Menge benachrichtigen, damit wir es nicht übertreiben. Schutz. In der kurzen Zeit, in der wir das Gebäude besetzt gehalten haben, konnten wir in der Eingangshalle und im Erdgeschoss des Hofs Verteidigungsanlagen der Stufe 1 errichten. Wir haben 3 Geschütztürme aufgestellt und diese mit dem Terminal verbunden. Die Männer sind gerade dabei, Geschütze aufzustellen, die Verbindungsbrücken sichern. Sie müssen sehr bald einsatzbereit sein. Turmsteuerung, das sollte ja alles kaputt sein, naja. Okay. Achso, Moment, hatten wir da reingeguckt? Ja, hatten wir, war nix. Gut, dann können wir jetzt hier wohl auch nur wieder hoch. Ist außer Betrieb. Na, werden wir wohl da wieder runterkommen. Technisches Dokument. Viele Dokumente. Der Runner ist jetzt im zweiten Stock. Zweiter Eindringling im Ostflügel beim Hof gesichtet. Entsperren. Cool. Wow. Alles voll mit den Dingern.
Tolle Brille. Hat dir nicht viel genutzt. Da geht's nicht hoch. Geht's auch nicht weiter. Dieses Surren hier. Was zum? Wir haben vielleicht ein Problem. Bedrohung ausgeschaltet. Zeigt noch Gefahr an. Alter, Feuer an! Ah! Ja! Plus 2% Körperteilschaden. Rohrzange, super. Gute Arbeit. Lass nichts zurück. Treppenhäuser und Gänge verbarrikadieren, falls noch nicht geschehen. Gar keine technischen Dokumente mehr. Na gut, dann gehen wir weiter hoch. Oh. Da knallt's aber ganz ordentlich. Wer hatte eine Panzerfaust? Winds, Rocks, ja. Turmsteuerung. Deaktivieren. Da rattert irgendwo noch so ein Turm rum. Wäre mir auch ganz recht, wenn wir nochmal ein Bett finden würden. Kontakt zu Sektoren 2 und 4 abgebrochen. Das ist Radio und kein Turm.
Und im Eimer. Einsteiger. Wie schön. Schrecklich. Bombe. Absolut schrecklich. Bunsenbrenner. Ja. Dann belustigen wir gerade noch mal unseren Freund hier. Da waren das nicht, also keine benutzbaren. Nein. Eine Wirbelsäule. Was zum... ist da? Ups. Gehstock. Super. Wir sollten dieses Gebiet gründlich nach technischen Dokumenten und Vorkriegsartefakten absuchen. Geht jetzt da weiter oder hinten weiter? Okay, dann gehen wir erstmal in die andere Richtung. Falls sie nicht beide zusammenführen. Eine Rakete. Zusammen. Na, da ist aber noch was am Rumpeln. Oh je. Reaver, Fieber. Atomsteuerung.
Systemdiagnose. Offline, offline. Zu Ausgangsposition zurückziehen. Der Runner nähert sich dem Aufzug. Was? Die Gegner an sich sind hier aber so billig, dass es mich eigentlich wundern würde, wenn der Synth dann super stark wäre. Da läuft noch jemand. Okay, gucken wir gerade mal, ob da noch was ist. Ach, da bin ich gerade im Kreis gelaufen. Okay. Dann geht's da jetzt hoch. Okay, essen und trinken wir gerade mal was. Wenn ich noch was zu essen hätte, Köterkeule. Typen da habe ich gesehen, aber gucken wir erstmal hier. Na. Geschafft. Tja, sowas bringen sie einem in der Grundausbildung nicht bei. Solch eine Technologie zu entwickeln, ist eine verloren gegangene Kunst, die die Bruderschaft wieder aufgreifen möchte. Ja, Synths entwickeln wahrscheinlich nicht.
Hey, dein letzter Fehler. Jetzt läuft der davor. Was soll denn das? Für die Bruderschaft. Da drüben. Ja, mach du mal. Ich geh mal hier gerade die Tür gucken. Na. Das wär's. Oha. Hab sie in die Hölle zurückgeschickt. Ein Computer. Scheinwerfersteuerung. Licht einschalten. Scheinwerfer zerstört. Optische Stolperdrahtsteuerung. Ist auch kaputt. Safe-Steuerung, Turmsteuerung. Bin ich auch kaputt. Ja. Yeah. Habe ich schon erwähnt, dass ich gerne hier einen Bett haben würde zum Speichern. Da ist noch ein Computer. Das wär's. Mhm. Das fliegt da so ein bisschen rum. Was sagt denn die... Na, wir haben noch Platz. Ach, die Leiche da. Okay. Das Gepiepse geht mir auf den Sack. Dann werden wir mal Dance gerade wieder belustigen. Dance, hat das gefallen? Müssen wir wohl in den Aufzug? Naja, ich habe ja zur Not auch noch Jet. Müsste ich halt dann, wenn wir auf so einen harten Kampf stoßen könnten, vorsorglich benutzen.
Ja, oben müssen wir hin. Meister. Dann lassen wir das erstmal. Oben steht er. Dann machen wir das einfach mal. Also. Sicherheitstürsteuerung öffnen. Du kannst gut mit Terminals umgehen. Helen wäre beeindruckt. Naja, okay, dann war das nur für die zwei Kerne. Dann hätten wir wahrscheinlich dafür auch nichts gefunden. Twisted. Tonight. Success. Mal gerade warten. Genug gewartet. Wie schön. Wahrscheinlich kann man mit dem Tommel sowieso nur das hier aufmachen. Aha. Ich kenne das Passwort nicht. Das ist die Wahrheit. Ich glaube dir nicht. Oh Gott, bitte nein. Bitte. Er sollte mir nur das Passwort nennen. Und? Wirst du kooperieren? Oh Gott. Raus damit. Okay, okay. Nicht schießen. Lass mich nachdenken. Ich komme dort rein. Es ist nur eine Frage der Zeit. Sag mir das Passwort. Hey, ich sagte, ich hab's nicht. Ich helfe dir, einen Weg reinzufinden. Aber wir haben das Mädchen geschnappt. Wir wollen nur eine kleine Entschädigung. Du bist in keiner Verhandlungslage. Okay, okay. Lass mich nachdenken. Die Zeit läuft ab. Nein, nein, bitte warte. Du kannst... Oh. Komm her. Bist du wegen der Synth hier? Synth? Wegen welcher Synth? Wenn du nicht wegen der Synth hier bist, dann bist du wegen mir hier. Was willst du? Wer ist der Synth? Und wer ist überhaupt diese Synth? Flüchtiges Institutseigentum. Ich werde sie deaktivieren und zurückbringen. Aber du wirst sterben, so wie der Rest. Wo sind sie hin? Das ist schon ein bisschen fies. Heile deinen Begleiter.
Weil der hat tatsächlich auch Schaden gemacht und unsichtbare Gegner sind halt bisschen uncool. Naja, ich meine, wenn er jetzt aus der Tarnung raus ist, dann könnte ich dem eventuell direkt eine voll reinbrezeln. Naja. Schafft ihr den Runner-Chip? Gut, gut. Runner-Uniform. Abgeschlossen. Jäger, Gejagter. Begonnen. Die Molekular was? Stufe. Lass den Runner-Chip analysieren. Er hat den Tod verdient. Du bist nicht meinetwegen hier, aber ich komme nicht raus. Nicht allein. Ich muss darauf vertrauen, dass du mir hilfst. Wer bist du? Wir können gern reden, wenn du die Tür geöffnet hast. Ich laufe nicht weg. Die Wache hat das Passwort in einem Werkzeugkasten dort unter der Treppe versteckt. Damit hast du Zugang zum Terminal und kannst die Tür öffnen. Im Werkzeugkasten. Ach, unter der Treppe. Danke, fühlt sich viel besser an. Schön, wenn man sich auf jemanden verlassen kann, oder? Werkzeugkasten unter der Treppe. Passwort erforderlich. Blüb, 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 blüb. Ja, lass mich zurück. Das wird Dance wahrscheinlich nicht mögen. Ich danke dir. Mir fehlen die Worte. Wer bist du? Wer bist du? Meine Institutsbezeichnung ist K198, aber ich ziehe Jenny vor. Also ja, ich bin eine Synth, falls du es noch nicht weißt. Ich wusste, sie würden einen Runner schicken, aber dass er mich so schnell findet. Ich hätte ihn auch abgeschüttelt, aber dann haben mich diese Söldner gefangen. Und so ist es geschehen. Nochmals vielen Dank für deine Hilfe. Ich werde nach Vorräten suchen, bevor ich gehe. Und bevor du fragst, nein, ich brauche keine weitere Hilfe. Das Commonwealth ist unbarmherzig. Wenn ich es nicht selbst schaffe, bin ich tot. Vielleicht treffen wir uns wieder. Unter besseren Umständen. Hoffentlich. Gut, da hatte der dann auch keine Option, böse zu sein. Hallo. Ich komm schon alleine klar. Du brauchst nicht hier zu bleiben. So, das sollen wir jetzt analysieren lassen, ja? Wo soll man das analysieren lassen? Ah, in der Railroad. Hätte ich da vielleicht irgendwas sagen sollen, um mich denen anzuschließen? Jetzt habe ich dem das Gesicht weggepustet. Ja.
Gut, dann können wir wieder gehen. Welche Genexperimente wurden in dieser Anlage wohl durchgeführt? Mhm. Dann gehen wir am besten erstmal wieder zurück zu unserem Hangman-Außenposten, bringen den Kram weg und dann müssen wir wohl zu der Railroad gehen. Mal wieder den Dance belustigen. Dance hat das gefallen. Raider Abschirm. Jetzt geht's los. Hättest weglaufen sollen. Ja, Ammo habe ich wohl da noch ein Weilchen. Brauche ich auch erstmal nichts Neues kaufen. Sollte ich gleich aber auch noch gucken, ob ich die Rüstung reparieren muss, denn die hat ja hier beim letzten Mal doch ein paar Schüsse zumindest kassiert. Ziemlich beeindruckend. Auch jetzt noch. Machen wir erstmal hier die Ammo. Hatten wir auch Raketen. Und ein bisschen schwerer. Ja. Stellen wir die mal auf Seite. Dieser Ort steht größtenteils noch. Für Ran wird es immer gehen. Aber wenn ich das sagen hätte, wären es weniger. Anscheinend wurde die Stadt aus irgendeinem Grund nicht von den Bomben getroffen. Holen wir den Kern raus. Straße und eine geladene Waffe. Viel besser geht es nicht. Ja. Wir wollen Leuten, die nicht versuchen zu überleben, das Leben schwer machen. Transfer, Schrott lagern, können wir auch gerade noch. Ne, da ist nichts, was Reparatur benötigt. Vorsicht, man weiß nie, wer oder was. Ein Reporter ist nur dann erfolgreich, wenn jemand sein Leben bedroht. Was haben wir denn? Hier Schweres im Inventar. So, hier die Schrotflinte und Gedöns. Rohrzange, Schrotflinte, Gehstock. Das hier kann man verkaufen, theoretisch. Können wir an Züftel Tom dann geben. Runner-Uniform.
Linker Arm. Die Runner-Uniform, die wird vermutlich auch wieder alles abdecken. Ja. Es wird spät. Dann auch weg. Ich arbeite sowieso am besten. Von den Vertibird-Signalgranaten nehmen wir mal wieder ein paar mit. Und dann werde ich hier erstmal schlafen, einen Schnitt machen und dann werden wir beim nächsten Mal zum Railroad-Außenposten und schauen, wo es dann weitergeht. Jo, dann bis zum nächsten Mal.